Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich stehe hier im Wohnzimmer, denn heute erwartet euch ein Clean and Decorate with Me. Mein erstes, das ich in dieser Art filme. Cleaning Motivation hattet ihr ja, ich glaube, vor 2 Wochen. Kam ganz gut an und ja, wir gehen rasant auf den Dezember und somit auf die Adventszeit zu. Und ja, die Weihnachtsdeko steht bereit. Wir befinden uns hier bei uns im Wohnzimmer. Es muss gesaugt und gewischt werden, Staubwedeln sowieso. Und hier stehen noch einige Sachen rum, die weggeräumt werden müssen. Unter anderem auch noch Teile der Herbstdeko, die schon eingepackt ist, aber noch in den Keller muss und noch so ein paar andere Sachen. Und ja, die Weihnachtsdeko, die steht schon bereit. Ich bin in den Startlöchern. Es geht ja rasant, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, ihr findet auch ein kleines bisschen Motivation, ja, mit der Weihnachtsdeko zu starten, ein bisschen Ordnung in eure Räume zu bringen und ja, dann wollen wir auch direkt loslegen. Ich werde euch wieder schöne Musik auf die Ohren geben, zwischendurch gar nicht viel quasseln. Eigentlich erklärt sich das ja von selbst, was ich mache. Den Tannenbaum, den stelle ich heute allerdings nicht auf. Wie der aussehen wird, ungefähr, könnt ihr euch in dem Video hier oben rechts oder links anschauen, denn der sieht eigentlich jedes Jahr gleich aus bei uns. Und letztes Jahr hatte ich es gefilmt. Ja, wir starten. Wenn euch das gefällt, bleibt dabei, lasst mir ein Däumchen oben da und los geht's. Bevor es jetzt dann tatsächlich losgeht, gebe ich euch einen kleinen Rundumblick. So, wir haben ja schlafende Katzen. Dann steht hier noch die Leiter, denn ich habe an den Fenstern die Beleuchtung angebracht. Dann haben wir hier noch einen leeren Karton, der mal als Katzenspielzeug diente. Ja, so ein bisschen Krempel. Dann hier, wie gesagt, noch Herbstdeko. Da in der Ecke steht auch noch Zeugs rum. Und ja, wenn wir uns weiter drehen, die Äpfel, die sind nichts mehr, die müssen auch weg. Und ja, hier, ihr seht das Fell wieder, Staubsaugen. Hier liegt noch die Katzentransportkiste, denn vielleicht wird euch auffallen, ich bin ein bisschen massakriert. Ich war mit der Faye beim Tierfriseur, weil die Verfilzung hatte und ja, ich musste mir danach auch meine Wunden lecken. Naja, jedenfalls sieht es hier so aus, das muss alles aufgeräumt werden. Die Herbstkissen müssen auch noch weg, Staubsaugen und wischen. Ja, und dann wollen wir es ein bisschen weihnachtlich werden lassen. But you can never walk alone on your way to being free. Ooh, we're only human after all. Ooh, nothing can make us fall apart. I'm ready to answer.
I push it down before I lose my head. I'm looking out for a place to rest. Things I would have done to be back again. Are you bleeding? Like I'm bleeding. You were my guiding star.
And I will do my best to recall. Remind me, babe, and I will do my best to recall. I'm placing my apology underneath the Christmas tree, and I hope you know what I'm trying to show. Your love is all I want in return for all the times I made you cry. I look at you. December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh. Done on my Christmas run, it's a most tired chore. No girl or boy without a toy, so giddy up, Rudolph, my dear. Eight pair of antennas, onwards ever go. So, meine Lieben, jetzt gehen wir nochmal rum, denn ich bin jetzt fertig. Ja, ihr seht, Holly, die genießt ihr Leben weiterhin.
Ja, um hier in der Ecke wieder anzufangen, ich habe das Holz aufgefüllt, denn ja, mit dem Herbst und dem Winter wird es kälter und der Kamin ist wieder öfter an. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal grob hier oben. Da haben wir so eine kleine Krippe. Das war mal ein Adventskalender. Und ja, unser Adventsgesteck, nenne ich es mal. Eine komplette Weihnachtshaustour, die wird ja noch kommen. Darum gehe ich jetzt nicht so genau drauf ein. Dann ja, ist es hier weihnachtlich geworden. Die große Krippe, die steht auch schon. So ein paar Kleinigkeiten in der Vitrine. Ja, es wurde komplett gesaugt und gewischt. Der ganze Krempel, der so rumstand, ist weg. Dann ja, ist es hier natürlich auch weihnachtlich geworden. Und hinten am Sofa habe ich nicht viel gemacht. Also hier am Tisch steht so ein kleiner Holzschlitten. Da kommen immer die Nüsse rein. Und ja, hier hinten haben wir das North Pole Post Office mit Grußkarten aus den letzten Jahren. Noch zwei Rentiere rechts und links und einen Schlitten. Ja, ihr seht, es ist ordentlich, es ist weihnachtlich, der ganze Herbstkram ist weg und alles, was ansonsten noch hier so rumlag und stand, ist auch weg. Ja, von daher, ich hoffe, es ist ein klein bisschen Putzmotivation bei euch angekommen oder vielleicht auch ein bisschen Weihnachtsstimmung, dass ihr eure Sachen aus dem Keller, aus dem Dachboden, wo auch immer her ausbunkert und ja, es euch schön, gemütlich, weihnachtlich, winterlich macht. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich würde mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.